Bevor mein nächstes Video beginnt, möchte ich kurz ein paar Worte verlieren über einen herausragenden Mann namens Tom Clancy. Tom Leo Clancy Jr., wie er in seinem richtigen Leben hieß. Man hat ihn auch Thomas in freundschaftlichen Kreisen. Wurde in Baltimore geboren, Maryland, 1947. Ja. Er war ein US-amerikanischer Schriftsteller, der unter dem Namen Tom Clancy schrieb und besonders für seine Politthriller, wie zum Beispiel Jagd auf Roter Oktober, bekannt ist. Von seinen Büchern wurden über 100 Millionen Exemplare gedruckt. Clancy war zudem Mitbesitzer des Major League Baseball Teams Baltimore Orioles. Aber Leute, das ist das Wichtigste, was Tom Clancy gemacht hat. Tom Clancy hat sich auch sehr mit Mathematik auseinandergesetzt. Wie wir alle wissen, gibt's die Addition, wir haben die Subtraktion, wir haben die Multiplikation. Aber Tom Clancy wusste ganz genau, da ist noch irgendwas im Busch, da ist irgendwas, das fehlt einfach noch. Und somit erfand Tom Clancy, mathematisch genial begabt, wie er war, The Division. Die Division. Ja? Und heute möchte ich euch zeigen, was Tom Clancy, obwohl er eigentlich schon nicht mehr unter uns weilt, Gott hab ihn selig, noch heute bewerkstelligt bekommt, ja? Gibt so eine kleine Firma, Ubisoft oder so, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit den Namen nicht genau aus. Die hat so ein Spiel gebaut, ja. Eigentlich eine ganz kleine Nummer, ja. In der man diese Division, ja, die Tom Clancy gemacht hat, sozusagen nachspielen kann. Ja. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Ja, und damit herzlich willkommen zu der Division von Tom Clancy. Um das direkt mal klarzustellen, Tom Clancy hat wahrscheinlich mit jedem Spiel zu viel zu tun gehabt, wie, keine Ahnung, seine Frau mit seinen Büchern. Also, Tom Clancy ist ja schon ein bisschen länger verstorben und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er hier dran noch groß was zu tun hatte. Letztendlich ist es so, dass Ubisoft so einen Jahresvertrag irgendwie hat, so einen, weiß ich nicht, 3-Jahres-Vertrag oder so. Und dadurch müssen die irgendwie ein paar Tom Clancy-Produkte immer im Jahr bringen oder so. Irgend sowas hatte ich mal da gehört gehabt. Leute, ich werde das Spiel eigentlich nicht richtig Let's Playen. Wie ihr seht oben, ich bin schon Level 19, ja. Also ich bin kurz vor 20. Und ich will das Spiel eigentlich nicht richtig Let's Playen. Ich hatte ja angekündigt gehabt, dass ich das nicht richtig Let's Playen will. Ich will euch mehr so einen Eindruck vom Spiel eigentlich mal vermitteln, so, ne. Ich meine, grafisch jetzt zum Beispiel schon, werdet ihr schon sehen. Alter Schwede, sieht das geil aus. Das hier ist eins der ganz wenigen Spiele, also man kann auch laufen, so, ne. Hier ist eins der ganz wenigen Spiele, wo ich eigentlich ganz gemütlich so durch die Stadt trabe. Das ist so genial. Das ist eine Bombe. Das ist so genial, das sieht so geil aus, das Spiel, ja. Da fehlen einem echt teilweise die Worte, ohne Scheiß. Wenn man sich das mal so anguckt, wie das hier aussieht, wie... Also es gibt verschiedene Stellen am Times Square und so, muss man zwischendurch eine Mission machen, da muss man die Lichter wieder einschalten, das ist so pervers geil, hammerhart, ohne Scheiß. Vielleicht ganz kurz, mal kurz anschneiden, ganz klar, The Division ist ein MMO. Klar, logisch, wisst ihr wahrscheinlich schon. Man hat, hier seht ihr, man hat 6 Ausrüstungsslots an Klamotten. Man hat 3 Slots für Waffen, also jeweils eine Nebenwaffe. Man kann als Nebenwaffe auch eine abgesägte Schrotflinte zum Beispiel mitholen, anstatt nur Pistolen. Von sonst weiß ich bisher noch nichts. Hier ist eigentlich keine Grenzen gesetzt bei den Primärwaffen. Es gibt sowohl Steyr-AUG, M4, A1, M16, SKA-L haben wir hier zum Beispiel. M60 ist halt auch ein leichtes Maschinengewehr. Es gibt auch verschiedene Klassen von Gewehren. Hier das Gewehr zum Beispiel ist ein Scharfschützengewehr. Ja, kann ich ja kurz mal gerade zeigen. Also im Prinzip haben wir hier eine ganz normale Waffe. Ja, beziehungsweise das hier ist das Scharfschützengewehr. Wenn man dann rechten Stick drückt, kann man damit snipern. Ja. So. Da will mich irgendjemand umbringen. Das ist ganz normal in Division. ich gehe mal kurz rein. Bring da mal jemanden um. Hier ist auch ein Auftrag. Anhand davon wollte ich euch mal... Oh, fuck, da kommen ziemlich viele.
Fuck. Schlecht geschossen. Habt ihr alle gesehen. Division ist ein MMO. Und ich bin gleich tot. Und, ja. Man hat verschiedene Slots. Man kann, auch Mods anziehen. Stirb! also sozusagen wie, sag ich mal, wie Steine, Runensteine bei Diablo. So kann man hier auch Mods in Waffen einsetzen. Das ist logischerweise bei einer Waffe zum Beispiel der Griff, das Mündungsfeuer, beziehungsweise halt der Schalldämpfer, das Magazin, die Zieloptik, klar, logisch. Bei hier so Sachen sind jetzt sogenannte, wie nennen die sich nochmal, ja, keine Ahnung, Klamottenmods halt, integrierte Leistungsmod, ja. Die kann man dann hier in die Klamotten reinsetzen. Nicht alles hat Mod-Slots, aber ich denke mal, wenn man nachher lauter lila so Sachen anhat, also die besten Teile im Spiel, dann kann man auch da Mods einsetzen. Überall, denke ich mal. Wo ist der Wichser? Entschuldigung, wo ist das Arschloch? Wer schießt denn da auf mich? Ganz schön frech. Ganz schön frech. Müssen wir hier hoch? Kann das sein? Ja, dann, was das Coole ist, was sich vor allem hier von dem Spiel von Destiny abhebt, zum einen gibt es die Geschichte. Der war gut. Und zwar. Oh, warte mal, die ist ja lila. Das ist schon ein bisschen stärkere Gegner. Also es gibt Gegner mit roten Lebensbalken, das ist praktisch ja, Kanonenfutter. Dann gibt es Gegner mit lilanen Lebensbalken, die sind dann schon ein bisschen stärker. Dann gibt es Gegner mit gelben Lebensbalken, wobei die gelben Lebensbalken. Beziehungsweise gelb und lila ist nochmal mit dem Schild unterlegt, die sind halt wesentlich stärker und gelbe Typen sind auch Boss-Typen, das heißt, die können auch richtig viel aushalten, ja. Ja. So, einmal das, dann gibt es jede Menge Fähigkeiten, das ist auch ein großer Unterschied zu Destiny. In Destiny hat man ja gefühlt eine Handvoll Fähigkeiten, wenn nicht überhaupt eine Handvoll sind. Hier hat man dann, man hat drei verschiedene Bäume, also Medizin, Technologie und Sicherheit. Die wiederum wirken sich darauf aus, wie man in der Hauptbasis seine Sachen ausbaut. Es gibt halt genau wie bei den Fähigkeiten auch, gibt es halt in der Hauptbasis drei Flügel, einmal Medizin, einmal Technologie und einmal Sicherheit. Und diesen Flügeln kann man wiederum Sachen ausbauen. Vorher muss man Medizin, Technologie und Sicherheitspunkte sammeln. Dann kann man wiederum auch ausbauen, die Flügel, die verschiedenen Sachen. Und hier kann man dann wiederum auch, wenn man dann halt zusätzliche Flügel ausbaut, nochmal zusätzliche Fähigkeiten bei den jeweils einzelnen Fähigkeiten freischalten. Wie zum Beispiel hier, das ist jetzt ein ganz normaler Basis hier eigentlich. Ja, das wäre eigentlich die Basis jetzt. Ja, dann drückt man Right Button. Also habe ich jetzt auf Right Button gelegt. Dann kann man sich healen. Jetzt ist hier zum Beispiel, hat man eine Mod. Also dadurch, dass ich halt den Flügel ausgebaut habe von diesem Erste-Hilfe-Flügel, hat man hier die Vorrichtung Heil, Ziel effizienter. Und sie kann die Lebenspunkte des Ziels sogar über den normalen Wert hinaus steigern. So, ja. Ja, dann ist zum einen das. Wenn man die Flügel weiter ausbaut, baut man aber nicht nur Fähigkeiten aus. Ihr seht schon oben rechts, es gibt noch zwei andere Reiter. Und zwar einmal die Talente. Die bekommt man auch zusätzlich, wenn man diese Flügel ausbaut. Also zum Beispiel hier ist jetzt ein Verbündet mit einer Fähigkeit heilen und die Cooldown-Zeit um 15% zu verkürzen. Ja, dann heilt man halt einen Verbündeten, dann verkürzt sich die Cooldown-Zeit. Oder hier ein Erste-Hilfe-Set in der Nähe von Verbündeten benutzen, um die Gruppenmitgliedern und Helfern im Umkreis von 20 Metern um 40% zu heilen. Ja, solche Sachen sind. Das sind halt mehr so passive Sachen, die man aber schon auch hier als Slot einsetzen muss. Ja, momentan habe ich zwei Slots. Man sieht hier auch unten, weil der nächste Slot freigeschaltet wird. Weil ich jetzt nicht lesen kann. Auf Stufe 25 steht da, ne? Gut. Ihr wisst ja, weißer Hintergrund, weiße Schrift, ne? Ich liebe es! So, dann gibt es, wie gesagt, die Talente, davon gibt es wirklich jede Menge, ja. Moment mal. Ne, Talente gibt es eigentlich auch nur die hier. Dann, wie gesagt, Fähigkeiten gibt es die hier. Dann gibt es noch in jedem Flügel gibt es noch eine ultimative Fähigkeit. Wenn man praktisch das dickste Ding gebaut hat, dann kriegt man noch eine Ulti-Fähigkeit. Die kann man dann auf Left- und Right-Button gleichzeitig benutzen. Ist zum Beispiel im Technologiebau. Steige den vom Anwender und allen Verbündeten in der Nähe verursachten Schaden um die Chance auf kritische Treffer. So, ja. Und dann sieht man hier unten ja auch Attribute, Art, Basis, Gesamt. Also zum Beispiel die Schadenstärkung ist momentan 50%, kritische Trefferchance ist 20%, ja, so und so weiter. Mit Klamotten kann man das alles noch verbessern, das erkläre ich gleich mal ganz kurz. So, dann gibt es die Vorteile. Und Vorteile ist im Prinzip ein passiver Wert, der immer gilt, ja. Dazu gehören zum Beispiel, erweitert das Erste-Hilfe-Set-Inventar um einen Platz, ja. Oder steigert den Virenschutz um 1 und so gestattet
und gestattet so den Zugang zu stärkeren kontaminierten Bereichen. Also es gibt doch sogenannte kontaminierte Bereiche, wo man so einen Filter einsetzen muss, ja. Und ich glaube, die größte Stufe ist 4 oder 5 oder 6, keine Ahnung. Und hier wird es halt um 1 gesteigert. Dann kann man hier unten, seht ihr ja, an meinem Lebensbalken da, unten rechts, ist ja dieses Plus-Symbol. Also nicht die vielen Plusse, sondern das Plus daneben, wo dann daneben 4 steht. Das sind die Medipacks, ja. Man kann halt auch neben dem Heal-Fähigkeiten kann man auch Medipacks benutzen. Also Leute, die halt keine Heal-Fähigkeiten haben, healen sich mit Medipacks. Und die, zum Beispiel, wenn ich jetzt halt die Flügel weiter ausbaue, erweitert sich halt hier, wie man da schon lesen kann, erweitert das erste Hilfeset Inventar um 1 Platz. Ja, so. Und das gleiche gibt es auch im Technologiebaum. Ja, erweitert das Inventar um 10 Plätze. Das ist jetzt allgemein für den Rucksack. Erweitert der Dark Zone Inventar um 1 Platz. Ja, also die Sachen, die man aus der Dark Zone mitholt, das ist die PvP-Gegend. Da gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein. Da gehe ich mal noch mehr drauf ein, wenn man auch ein Dark Zone-Video mache ich auf jeden Fall. Ja. Gut, das sollte eigentlich dann schon hier so weit gewesen sein. Hier Fähigkeiten, bla bla bla. Ja. Karte ist, also das Spiel ist echt nicht klein, kann man echt nicht sagen. Vor allem mit super viel Liebe zum Detail. Also echt Respekt an Ubisoft. Also da kann man echt nur die Kappe vorziehen. Man merkt halt auch so ein bisschen an allen Ecken und Kanten, es ist halt einfach ein Ubisoft-Spiel, ja. Es sind halt die, so ein bisschen die King of Open World, ja, neben Rockstar. Und die wissen halt ganz genau, was sie machen, ja. Und was ein bisschen blöd ist, ist, die Muster wiederholen sich sehr. Also man muss oft auf Hochhäuser drauflatschen, muss irgendwie den Strom einschalten. Dann muss man irgendwelche Leute retten, die irgendwo gefangen worden sind. Dann muss man halt vorher ein paar Typen killen, dann hat man so einen Schlüssel dabei. Und, Moment mal, hier muss ich irgendwo einen Filter finden. Dann hat man so einen Schlüssel dabei, kann die Leute befreien. Dann gibt es solche so Kisten, die man schützen muss. Ja. Im Prinzip ist das Schema F, was sich dann immer wieder wiederholt, aber was ja auch im Koop zusammen ja auch sau viel Fun macht, ja. Dann, was mir auch sehr gut gefällt, ist, hier zum Beispiel ist einfach so mal so eine Lootkiste, davon gibt es jede Menge Kisten, ja, in der Stadt verteilt. Jetzt spawnen auch solche, so eine Art, man kann sagen, so eine Art World-Boss, sozusagen, ja, also so Typen, die einfach mal so zwischendurch kommen, die auch gelb sind, die spawnen einfach mal so, dann kann man die halt, killen, dann droppen die Loot, ja, was auch richtig geil ist. Das ist zum Beispiel eine coole Sache, was ich echt geil finde. Ich muss mal gerade den Typ da killen. Lol, wie hat der sich denn gerade bewegt? Komm schon, zeig dein Gesicht, Junge. Ich hab doch gesagt, du sollst dein Gesicht zeigen, siehst du? Oh, was ist es stehen geblieben? Stimmt, World Boss gibt es. Dann gibt es so Kisten, die man beschützen muss. Also, man kann wirklich die Schematik an einer Hand abzählen, so ein bisschen, ja, was man alles so machen kann, aber trotzdem macht es sau viel Fun, ja, weil einfach in der Gruppe ist es einfach ein cooles Spiel, einfach ein cooles, warum habe ich keine EP gekriegt, einfach ein cooles Koop-Spiel und der PvE-Bereich macht sehr viel Spaß, auch der PvP-Bereich macht sehr viel Spaß, wenn man sich was Cooles ausgedacht hat für den PvP-Bereich mit der Dark Zone, da gehe ich aber drauf ein, wenn ich ein Dark Zone-Video mache. Ansonsten, denke ich mal, gibt es hier eigentlich jetzt nicht mehr groß was zu sagen. Jetzt oben sieht man ja auch zum Beispiel, ich habe hier oben links ist ja der Schaden, primärer Schaden pro Sekunde ist 9187 momentan. Dann Lebenspunkte und Fähigkeitenstärke. Und unten drunter seht ihr dann Ausdauer, Elektronik und Schusswaffen. Das sind praktisch, also Schusswaffen, Ausdauer und Elektronik sind die drei Werte, die man verbessern kann. Ja, wie zum Beispiel, Moment mal, hier, das hat jetzt nichts. Hier, erhöht Fertigkeitsstärke, zum Beispiel hier seht ihr rechts, da an dem Fenster, hier das Fenster, was ich hier drin kann, ne? Da seht ihr rechts zum Beispiel 909 Fähigkeitenstärke. Das bedeutet natürlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt so hier so eine Mine, ja, die kann man hier so hinpflanzen, hier, pass auf, so. So, das ist praktisch eine Fähigkeit, die kann man jetzt da liegen lassen, ja, ein bisschen irgendwann einen Gegner drüber habelt, dann macht man zack, dann explodiert das, ja. So, und umso höher diese Fähigkeitenstärke ist, umso logischerweise mehr Schaden macht auch diese Granate. Oder, wenn ich mich jetzt zum Beispiel heale, ja, ich kann auch andere healen, ja, indem ich, hätte ich jetzt vielleicht auch gerade zeigen können, egal. Ihr seht jetzt zum Beispiel, über meinem HP ist so ein grüner Balken, der so leicht abläuft, ja. Und umso höher die Fähigkeitenstärke ist, umso mehr wird das auch heilen, ja. Also, es gibt natürlich auch einen gewissen Wert, den das heilt, aber auch einen gewissen Prozentsatz, den er auch einfach heilt, ja. Ja, es gibt super viel zu entdecken. Man kann einfach hier rumlaufen. Es ist jetzt dynamisches Wetter, saugeil, fängt jetzt an zu schneien, ja.
Manchmal ist es total neblig, manchmal ist es taghell, dann ist es manchmal dunkel wie Sau, unneblig wie verrückt, ja. Auch nicht so toll, ja. Okay, Agent. Ach, da ist der Auftrag. Komm mal, halt mal gerade die Klappe, Alte. Dankeschön, so. Storymäßig ist es so, um da mal kurz drauf einzugehen. Die Story ist ja klar, ja, es hat ja irgendwie anscheinend so eine Art Virus am Black Friday gegeben. Irgendwie waren Geldscheine vergiftet gewesen. Und, Der hat nicht gesessen, ernsthaft? Überleg. Ich töte dich. Wow, der hat gesessen, alter Schwede. Krass. Ja, der macht auch noch Damage over Time jetzt, die Granate mittlerweile. Wo hab ich den geschrieben? Stimmt, die Story. Also Story ist ja klar, Black Friday, irgendwie laufen viele Leute gehen kaufen, Amerika, wie das immer so ist, ja, alles im Angebot. Und anscheinend waren Geldscheine vergiftet gewesen, ja, also da war anscheinend so eine Art Gift drauf gewesen. Und das hat sozusagen die Leute hier hingerafft, ja. Die Geschichte ist dann so ein bisschen jetzt, ja, ich habe ja zum Beispiel, diesen Medizinflügel, den man ja auch ausbauen kann, wo ich ja schon erzählt habe. Da ist zum Beispiel eine Frau, die würde ja ganz gerne ein Gegenmittel finden gegen dieses Gift. Und ja, wir sind sozusagen die Division und wir sind sozusagen die Leute, die den Laden hier noch zusammenhalten, ein bisschen in New York, die ein bisschen für Sicherheit sorgen wollen. Und dann gibt es drei rivalisierende Gangs hier, wie die jetzt heißen, keine Ahnung. Ist auch egal, es gibt halt zum Beispiel die Cleaner, das sind so Typen, die haben halt so Flammenwerfer dabei und gehen voll aggro rein, ja, weil die halt mit ihrem Flammenwerfer ziemlich viel Nahkampfschaden machen. Hunde rennen jede Menge durch die Stadt. Dann gibt es noch so ein paar andere Gangs, die alle so ein bisschen sich unterscheiden, aber im Großen und Ganzen ist das ganz übersichtlich. Moment mal, wo war denn jetzt der Auftrag, wo ich hin wollte? Ach, hier ist er doch schon, oder? Moment mal. Oh, oben ist der, okay. Das heißt, wir müssen hier hochhampeln irgendwo. Ja. Und ich sag mal, es ruht sich vielleicht so ein bisschen auf seiner Geschichte aus, ja. So nach dem Motto, wir haben jetzt eine coole Rahmenstory erfunden und jetzt müssen wir nicht mehr viel erzählen. Das macht das Spiel vielleicht ein bisschen zu sehr. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte Echoes. Sieht man jetzt hier gerade leider nicht, schade. Die findet man einfach so auf der Straße. Und dann kommt so eine Art visualisiertes Bild, ja. Und dann sieht man so ein bisschen zu der Zeit, also so ein bisschen so Sachen, die halt zurückliegen. Kriegt man so ein bisschen gezeigt, was damals passiert ist und so, zu der Zeit, wo der Virus halt ausgebrochen ist und so. Dann kriegt man echt coole kleine Stories nebenbei erzählt, das muss man wirklich sagen. Da muss ich die Kappe vor Ubisoft ziehen. Das haben sie echt gut gemacht. Ich raffe gerade nicht, wie ich da hochkommen soll, ehrlich gesagt. Moment mal, da hinten ist eine Leiter. Scheiße. Ich raff grad nicht, wie ich da hoch soll. Da ist das Treppenhaus. Vielleicht können wir hier auch einfach durch ins Haus reinhampeln. Ja, ganz ehrlich, es hat eine riesen Suchtwirkung, ganz klar. Das Spiel macht mega viel Fun mit Leuten zusammen. Es ist mega geil. Ich spiele jetzt sehr viel mit meinem Bruder und das macht richtig, richtig, richtig viel Spaß. Auch das Szenario, es kommen immer wieder Stellen, wo man sagt, boah, da sieht das hier geil aus und so, ne. Das ist bei dem Spiel schon richtig gut gemacht. Wisst ihr, warte, da geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Wir machen mal hier noch so einen Einsatz. Ja, ein bisschen da. Also ihr seht ja auch hier, die Einsätze haben verschiedene Farben. Hier das ist zum Beispiel so ein hier ist zum Beispiel so ein Technikauftrag. Die grünen sind so Heilaufträge. Und ihr seht ja auch, links oben steht ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Auftrag gemacht hat, dann gibt es Medizinflügelgüter, ja. Und 694 Kritis und 17.000 EP, ne. Und so sind halt die Missionen immer auf diese drei verschiedene Formen ausgelegt. Auch die Hauptmissionen sind auf diese drei verschiedenen Dinge ausgelegt. Und dann bekommt man halt diese Punkte für diese Flügel auszubauen, die wiederum halt diese Fähigkeiten hier verbessern. Ja. Beziehungsweise gibt es ja sogar Master. Und es steht ja auch, alle Ausbauten vornehmen. Also Medizinflügel alles ausbauen, dann hat man sogar die Masterfähigkeit. Ja. Und die unterscheiden sich auch immer so ein bisschen. Also das ist echt gut gemacht. Das finde ich einen riesen Pluspunkt gegenüber Destiny, weil Destiny hat echt, die haben sich ein paar Fähigkeiten ausgesagt, inklusive der Granate, und haben halt gedacht, sie wären die geilsten, ja. Also, das war einfach ein bisschen dünn von denen, ne. So, dann latsch mal gerade dahin.
Ich will jetzt auch gar nicht so arschlange spielen eigentlich. Geht mir einfach nochmal darum, euch ein bisschen zu zeigen, wie es so ist. Das Spiel auch so ein bisschen zu zeigen, weil ich gerade am Zocken bin, ja. Weil das ist echt ein gutes Spiel. Oh fuck, da bin ich jetzt ein bisschen kopflos reingelatscht. Also was man auch, was super auffällig ist bei dem Spiel, und das muss man wirklich sagen, hier muss man teilweise sehr taktisch vorgehen. Man muss die Leute festsetzen mit verschiedenen Geschützen und so. Man muss auch ein bisschen tanken eigentlich, so eine Art. Und das macht das Spiel richtig gut, muss ich sagen. Das ruht sich nicht darauf aus, dass es halt einfach so läuft, weil es halt einfach so ein Baller-MMO ist, sondern man hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und auch die Gegner. Ach fuck, warum habe ich die falsche Waffe in der Hand? Die Gegner sind auch echt nicht dumm, finde ich. Die verhalten sich teilweise richtig gut. Junge, ihr seht ja richtig. Guck mal, wie die versuchen, mich zu umlaufen, ne? Wie die versuchen jetzt, mich hier einzukesseln, so ein bisschen. Und mich dann anzugreifen. Das finde ich mega geil, ohne Scheiß. Das ist echt hammerhart. Das merkt man ohne Ende. Dass die KI... Zum Beispiel die Cleaner sind super, super aggressiv, gehen sau schnell nach vorne und schmeißen Granaten wie die Geisteskranken. Das ist vielleicht nicht jetzt so toll. Ja, oh Gott, ey. Alter Schwede. Also habe ich jetzt auch saudum gespielt, ganz ehrlich. Das muss man, man muss viel lockerer spielen, muss viel taktischer spielen, muss schön in Deckung gehen und so, ja. Da war jetzt einfach ein bisschen dumm gemacht von mir, weil ich die Situation da ein bisschen blöd eingeschätzt hatte. Ja, und dann spielst du ja zusammen, ja, und sagst dann halt, okay, ich bleib jetzt hier vorne oder einer setzt so ein Geschütz hin, was dann tankt und man läuft dann drumherum um den Feind oder so. Und das ist echt richtig geil, ja, muss man schon sagen, also Respekt. Hier ist jetzt so eine Safe Zone, seht ihr jetzt hier. War ja alles geplant, ich bin jetzt eigentlich nur gestorben, für euch die Safe Zone zu zeigen. Und zwar kann man hier Aufträge annehmen. Und man kann hier Sachen kaufen, beziehungsweise verkaufen. Es macht aber am meisten Sinn, Sachen auseinanderzunehmen, also zu zerlegen und dann im Crafting-System zu benutzen. Das Crafting-System, mein Gott, ich kann gerade dahin gehen und kann es euch zeigen, aber ist jetzt auch, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ganz cool gemacht. Das Crafting-System ist praktisch, es gibt halt drei verschiedene Sorten, oder gibt vier verschiedene Sorten an Materialien. Es gibt einmal Stoffe, also aus Klamotten bekommt man Stoffe, aus Waffen bekommt man Waffenteile, aus Mods bekommt man Elektronikteile und Werkzeugteile. Ja, also vier Stück müssen das eigentlich sein, genau. Und je nachdem, was für Sachen man auseinander nimmt, ihr seht doch gerade hier, hallo, geile Ladezeit, oder? Ey, das muss man auch mal sagen. Man hat auch nur eine Ladezeit, dann ist man im Spiel drin. Dann hat man nur diese kleinen Ladezeiten, für von A nach B zu springen, ja. Und, ja. Jetzt zeige ich euch mal kurz das Crafting-System. Wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es halt diese vier verschiedenen Teile. So. So. Jetzt zeige ich euch mal gerade hier. So, das sind jetzt die Teile, ja. So, wenn ich... Hallo, was war da denn jetzt gerade? So, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt grüne Sachen auseinandernehme, bekomme ich grüne Waffenteile draus. Oder Werkzeugteile, Elektronikteile, Stoffteile, ja. Die kann ich ja, wenn ich wiederum fünf grüne Elektronikteile habe, wie zum Beispiel seht ihr hier unten links, wenn man fünf Stück davon verwendet, kann man ein blaues bauen, ja. Man findet aber auch die ganzen Teile in der Stadt verstreut, erstens schon mal in normalen Kisten und so. Und es gibt auch Läden, wie Elektronikläden, wo auch die Sachen einfach in Kisten rumliegen, ja. Also man kann halt auch farmen, das Zeug, ja, so ist es nicht, ne. Und dann gibt es halt zum Schluss auch noch dieses High-End-Zeug, ja. Indem man halt fünf blaue Dinger wiederum in gelbe Dinger verwandelt. Also so kann man halt immer wieder Mats verwenden. Ja, dann ist im Prinzip das Crafting-System im Prinzip ganz simpel, wie ihr das hier schon seht. Nehmen wir an, jetzt hier zum Beispiel der Level 14 Rucksack zum Beispiel. Seht ihr unten links, was für Ressourcen das braucht, für das anzufertigen? Also zwei Elektronikteile und fünf Stoffteile. Dann seht ihr rechts, dann wird halt ein zufallsbasierter Wert da drauf geklatscht und ein zufallsbasierter Bonus auch, ne? Finde ich eigentlich ein geiles Crafting-System, ja. Und umso höher das dann nachher geht, hier habe ich auch schon einen epischen Rucksack zum Beispiel, also einen lilanen. Umso höher das geht, umso geiler sind die Sachen, ja. Wie man das halt so kennt. Jetzt bin ich ja gerade hier in der Hauptbasis, dann zeige ich euch das hier gerade noch. So, also die Basis hier schaltet man irgendwann frei. Dann ist hier einmal der Medizinflügel, wie ich das schon gesagt habe. Es gibt ja diese drei verschiedenen Flügel, Technik, Sicherheit und Medizin. So, dann kann man hier hingehen an diesen Laptop. So, und ihr seht ja gerade, ich habe zu 60% die Flügel hier ausgebaut, ja. Hier sind die Sachen, die ich freigeschaltet habe. Oben links seht ihr meine Vorräte, davon habe ich momentan 120, also kann ich momentan nichts weiter ausbauen.
Weil das Kleinste kostet 200, dann seht ihr hier rechts, was verbessert wird, welches Talent verbessert wird, welcher Vorteil es gibt, ja. Hier unten seht ihr die Vorteile, hier seht ihr die Mods, ja, die dann freigeschaltet werden. Also pass auf, hier ist ja zum Beispiel Gefahrenlager. So, dann habt ihr hier Hilfsmod, setzt den Wiederbelebungsposten ab. Also, im Prinzip ist das hier die Fähigkeit. Hier die Fähigkeit ist das. Ja, wenn man den Flügel freischaltet, dann seht ihr, momentan habe ich nur die Basisfähigkeit, dann bekommt man die Modifikation von dieser Fähigkeit und dann irgendwann, wenn ich halt alles ausgebaut habe, so wie den Flügel, bekomme ich die Masterfähigkeit. Ja. So, dann gehen wir nochmal zurück. Man kann zwar auch anders latschen, aber hier gibt es zum Beispiel auch eine Sache, die baut man aus, dann kann man hier Stoffe einsammeln. Kriegt man jede Stunde einen Stoff oder so. Keine Ahnung, oder alle zwei Stunden. Keine Ahnung. Dann gibt es hier hinten den Sicherheitsflügel. Das ist hier das. Gleiches Prinzip. Genau die gleiche Sache. Hier seht ihr auch wieder, was man ausbauen kann. Was die einzelnen Sachen machen. Das Coole ist auch, wenn man was ausbaut, dann ändert sich hier auch so ein bisschen was. Also hier kommt dann zum Beispiel irgendwann so ein Schießstand auch mal hin. Ja. Ihr seht ja hier so ein bisschen zum Beispiel hier, das ist jetzt das Beschaffungsteam, das ist jetzt da. Ja, hier kann ich was einsammeln. Auch wieder so was, was die so zwischendurch mal so anbieten. Dann zum Beispiel seht ihr hier der Flügel ist offline, weil ich den noch nicht gebaut habe. Ja. Das gleiche gilt dann auch für den Technikflügel, da gehen wir gerade auch noch hin. Na, der ist hier oben. Gut, dass Sie noch am Leben sind. Und hier, das sind auch die Hauptmissionen dann nachher. Ja. Also die Hauptmissionen sind im Prinzip immer die ganz großen Zeichen. Hier das einmal, da ist halt so ein Sicherheitsauftrag. Die blauen sind immer Sicherheitsaufträge, gelbe Technikaufträge und grün Medizinaufträge. Ja. Eigentlich ganz simpel, sollte jeder verstehen, ganz einfach. Ja. Gut, Leute, die wichtigste Sache zum Schluss, das, was ich am unwichtigsten finde, ist das Aussehen. Und zwar kann man auch noch hier so tolle Hüte anziehen. Ich meine, guck dir mal die hässliche Frau, die ich da gemacht habe. Da. Boah. Hässlich. 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 Also ich habe echt gesagt noch nichts gefunden, was mir echt... Wo ich wirklich jetzt so sage, boah, das sieht ja richtig cool aus. Außer die Bommelmütze vielleicht, die ich noch nicht habe. Oder ein Beanie halt. Ach, grauenhaft. Ah, dann gibt es noch Jacken. Können wir auch mal gerade hier gucken. Oh, die sieht ein bisschen besser aus. Das hier ist mal an, so, ja. Es gibt jetzt Schuhe und Halstücher, bla bla, ja. Wie man dazu kennt, und ganz ehrlich, ich finde total sinnlos. Aber es ist halt so typisch Mod, ja, also du kannst hier auch hingehen, kannst hier eine Aussehensmod auf eine Waffe draufkleilen. Habe ich jetzt noch keine, ja. Dann ändert sich doch das Aussehen von der Waffe. Gut, Leute. Dann sollte das an der Stelle gewesen sein, ne? Ich hoffe, es geht Ihnen. Gibt es eigentlich sonst nichts mehr zu sagen? Und dann würde ich sagen, das war dann an dieser Stelle von mir. Ich bin Level 20. Mal gucken, ob ich noch ein Video mache. Vielleicht mache ich auch mal so ein PvE-Missionsvideo oder so. Sollen ja auch zu Instanzen kommen zum Schluss. Es kommt ja noch ein bisschen Endcontent. Ja, dann schauen wir mal. Ne? Ich meine, guck dir das an, wie geil das aussieht, oder? Ich finde das echt fett. Es sind zwar ein bisschen unscharf, die Texturen da hinten. Aber hey, mein Gott. Gibt einige Stellen, die sehen ganz gut aus. Gibt andere Stellen, die sehen eher nicht so toll aus. Gut. Würde ich sagen, warte dann hier der Stelle und ich finde das Spiel cool, ich kann es empfehlen und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal bei The Division. Und tschüss!